Man sieht ja Ashraf immer wieder mit Louis Vuitton College-Jacken herumlaufen. Kann sein, dass er sich da so ein bisschen inspiriert hat. Der Leute, was geht ab? Maximilian und Schatten. Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich werde gar nicht viel zur Umgebung sagen. Ihr werdet dann noch am Mittwoch sehen, wo ich mich da gerade befinde. Nice, Digga. Bleibt auf alle Fälle gespannt. Wir haben heute ein wichtiges Video. Wir werden uns die neue 6PM-Kollektion ansehen. Ich bin ein großer Fan davon, was Ashraf da momentan auf die Beine stellt. Ich war kein allzu großer Fan von den letzten Kollektionen mit diesen 3D-Designs, die da waren. War nicht so wirklich meine Wave, aber mit der neuen Kollektion, man merkt halt einfach den Progress. Und deswegen müssen wir da einfach reinschauen und sehen, was da momentan so abgeht. Nicht vergessen, Freunde, es dauert jetzt nicht mehr lange, nur mal 2,5 Wochen, dann ist meine neue Kollektion endlich am Start. Ich freue mich schon des Todes, also bleibt auf alle Fälle gespannt. Seid auf MEM Vienna, so heißt die Instagram-Seite, unbedingt dabei für die neuesten Informationen. Und auf meinem Instagram-Kanal gibt es sowieso immer die neuesten News, also da auf alle Fälle auch reinschauen. Ich will gar nicht mehr länger quatschen, Freunde, wir schauen direkt rein. Ich habe hier schon die 6PM-Seite offen. Ich glaube, erst gestern oder vorgestern wurde der neue Trailer released, den werden wir uns zuerst mal ansehen. Ja, Ashraf natürlich am Start. Ja, wilde Farben. Okay, nice. Sehr bunt, sehr flashig. Okay, gut gemacht. Kette von Ashraf auch am Start. By 6 PM. Releasing 16th October 2020 at 6 PM at 6pmseason.com. Sehr, sehr gut gemacht. Gut, Ashraf natürlich auch mit am Start mit den College-Jacken. Wir gehen aber jetzt in die einzelnen Pieces rein. Es gibt zwei Lookbooks quasi, beziehungsweise hier kann man da durchscrollen und gleich das erste, absolut Fan von diesem Shirt. Also das ist mein Lieblingspiece, werde ich mir safe auch holen. Wir haben hier vorne so dieses uralt Nokia mit diesem 6PM Love Hurts Shirts drüber, dann unten nochmal seine Nummer eingeblendet, Grafikbombe. Die Smileys dazu finde ich einfach nice, auch dass dieses Smiley links zuerst so ein bisschen durchsichtig ist und dann wird er aber weiß und dann ist ein ganz weißer Punkt, also einfach gut gemacht so. Also von dem Shirt bin ich absolut Fan. Wenn wir zum nächsten sehen, Love Hurts steht hier wieder, Kollektionsbezeichnung mit 6PM. Die Farben absolut knallig, kommt top heraus auf diesem schwarzen Shirt. Ich glaube, er hat auch diese Trackpants, okay, das sind so Cargo Pants quasi, auch mit einem lockeren, weiten Schnitt. Auf jeden Fall gut gemacht, Model auch passend, ich glaube, das ist relativ groß. Also sehr, sehr gut. Dann hier ein flashiges Shirt in so einem Violettton. Jetzt nicht unbedingt mein Favorite, ist so ein bisschen basic, aber die, also ich meine jetzt vom Printing her minimalistisch gehalten. Die Farbe nicht so wirklich mein Fall, aber kann man auf alle Fälle machen, fügt sich gut in die Kollektion ein. Auch hier so minimalistisch gehalten, auch diese Basics kommen ja jetzt immer wieder, das merkt man schon langsam, dass nicht mehr unbedingt die fettesten Prints sein müssen. Bin natürlich nach wie vor auch begeistert, aber viel erreicht man einfach mit Basic Waren etwas besser. Das ist dieses 6PM-Shirt mit diesem Glitzer. Das dürfte auch etwas dicker sein, soweit ich mitgekriegt habe. Finde ich auch nice gemacht, eher zurückhaltend. Jedenfalls ein nice Shirt und das Ding nochmal in schwarz. Schwarz gefällt mir nochmal besser. Aber trotzdem, wie gesagt, mein Favorite ist das erste Shirt mit diesem Handy. Also das werde ich mal safe holen. Top, top, top Ding. Gehen wir zum Lookbook Part 1. Hier haben wir auch schon die College-Jacke und auch die absolut nice. Man sieht ja Ashraf immer wieder mit Louis Vuitton College-Jacken herumlaufen. Kann sein, dass er sich da so ein bisschen inspiriert hat. Auch mit diesen Herzen. Das Herz ist hier quasi gebrochen und wir haben dann noch so ein Pflaster drüber. Sehr bunt, flashig, kommt gut raus bei diesem schwarz-weißen Ding, also sehr, sehr fein. Gefällt mir sehr gut. Auch der Hoodie inspiriert sich, sehr bunt. Er erinnert mich so ein bisschen auch an so bunte Tabletten, Ecstasy und so weiter. Auch die Hose passend dazu gemacht, auch ein Ding, das mir gut gefällt. Von den Stoffen und so weiter kann ich nicht viel sagen, weil ich selbst Hoodie und Shirts noch nicht von 6PM habe. Vielleicht werden wir diesmal zuschlagen. Auch hier sehen wir, das ist kein Print, sondern es ist aufgenäht.
in so einem Violettton, dann noch Orangenrot dazu, passt farblich gut zusammen. Auch eine einheitliche Linie mit den Designs gemacht. Das Ding nochmal in Grau, finde ich auch ganz nice. Ich mag dieses Grau, da kommt es natürlich nochmal flashiger hervor. Sehr schönes Ding. Das gefällt mir persönlich nochmal sehr gut. Mit diesem verschnörkelten und dem Set 6VM Boys Club auch ein Ding, das mir sehr gut gefällt. Also bis jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, absolut wack, gefällt mir gar nicht. Vielleicht kommt da noch was. Aber bis jetzt ein paar Dinge, die ich sage, ja, sind ganz in Ordnung. Und dann gibt es aber einzelne Pieces, die mich total catchen. Da sind wir nochmal, okay. Ah, das dürfte jetzt quasi eine Track Pant sein mit diesem Aufstieg. Das ist wahrscheinlich so ein Stick. Passt natürlich. Finde ich sehr, sehr cool. Das dürften die Dinge sein. Also ich glaube, hier unten sehen wir noch einmal ein Bild, wie sie getragen wird, dann nochmal die College-Jacke vor Ashrafs Ferrari. Also im Großen und Ganzen für mich hier nochmal ein Lookbook der einzelnen Produkte. Ich glaube, ja, diese rote Jacke, die ist nur für Friends and Family oder so. Finde ich aber die schwarze auch nicer, ehrlich gesagt. Also sehr, sehr gut. Mit Abstand die beste Kollektion meiner Meinung nach. Kommt am Freitag raus. Ich weiß jetzt nicht, um welche Uhrzeit, 18 Uhr wahrscheinlich oder so. Werde ich safe zuschlagen. Ashraf hat mir hoffentlich schon einen Gutscheincode geschickt. Und top, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, eine der stärksten Kollektionen im deutschen Street-Style-Segment. Wenn nicht sogar einer der besten auf jeden Fall. Also ich bin hyped, kann ich auf alle Fälle sagen. Ja, das war mein Feedback, meine Meinung zu den einzelnen Dingen. Wie gesagt, ich werde zuschlagen, wenn ich das habe, wenn ihr wollt, dass ich das unboxe auf diesem Kanal. Und schreibt mir das unbedingt noch in die Kommentare. Aber vor allem, die wahre Kollektion, die kommt jetzt. Ja, im November ist es soweit, freue ich mich schon irrsinnig drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr supportet. Wir werden da ordentlich aufräumen. Seid schnell, Leute, ich weiß nicht, wie viel verfügbar ist, aber es ist schon gut weggegangen in den Vorbestellungen, also auf jeden Fall am Start sein. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Ding euch am besten gefällt und wie hyped ihr schon auf die neue Kollektion Liberty and Justice seid. Ich verlinke mich jetzt noch hier und hier. Ein weiteres Video und vor allem, wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit einer weiteren Ausgabe von Offenheit oder Offenheit. Also seid auf alle Fälle am Start. Das ist von mir, euer Maximilian.